Willkommen im zweiten Teil der Canvas-Videos oder für Swing war es ja JPanel. Wir haben im letzten Video uns angeguckt, was wir mit dem JPanel alles machen können. Grafiken zeichnen oder einfache Figuren zeichnen. Und in diesem Video wollen wir mal gucken, was man damit noch so alles anstellen kann. Es wird bei weitem nicht alles sein, was wir mit dem Canvas oder JPanel machen können, aber ich glaube, wenn wir das Video hier durch haben, dann sind wir schon ganz gut dabei. Zielgruppe wie immer, 11. Klasse Fachinformatiker und alle, die interessiert sind. Nun, wir haben beim letzten Mal uns ja angeguckt, wie wir beispielsweise ein Oval zeichnen können. Also wir haben jetzt hier ein Oval, das wir hier platzieren können. Also wir haben jetzt XY-Koordinate 120, 100, die Breite 50 und die Höhe 100. Und das gibt dann das rechts abgebildete Oval. Was dabei aber nicht berücksichtigt werden kann, ist die Rotationslage auf der Fläche. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, zeichne dieses Oval mit der Breite 50, Höhe 100 um 45 Grad nach rechts gedreht. Das geht an der Stelle nicht. Das heißt, mein Draw-Oval bietet mir nicht die Möglichkeit, eine Winkelangabe zu platzieren. Das heißt, hier müssen wir jetzt mal gucken, wie man sowas trotzdem hinkriegt. Im letzten Video habe ich euch ja eine Vorstellungshilfe gegeben, wie Java dieses Zeichnen umsetzt. Das heißt, wir haben hier so einen virtuellen Stift, den wir auch konfiguriert haben mit Farben und Breiten. Und dieser Stift übernimmt jetzt auch das Zeichnen von meinen einfachen geometrischen Objekten, wie beispielsweise das Rechteck. Dazu haben wir ja gesagt, gibt es ein Koordinatensystem und der Stift fährt dann die einzelnen Punkte ab und damit haben wir unser Rechteck gezeichnet. Die Frage ist jetzt, was wäre denn, wenn wir das jetzt hier im Gegenuhrzeigersinn in irgendeiner Form drehen? Also um einen Drehpunkt und einen Winkel. So, und dazu geht jetzt Java von Folgendem aus. Wir drehen das gesamte Koordinatensystem, wenn wir eine Rotation hinterlegen. Das Koordinatensystem ist jetzt gedreht und jetzt müssen wir dem Stift noch Folgendes sagen. Bitte zeichne jetzt wieder mein Rechteck wie vorher auch. Und dann wird halt das Rechteck mit den gleichen Informationen wie vorher, also gleicher X-Punkt, gleicher Y-Punkt und gleiche Breite und Höhe, genauso eingezeichnet. Dadurch, dass sich das Koordinatensystem gedreht hat, wird dann eben dieses Rechteck entsprechend gedreht hingezeichnet. Das heißt, für die Rotation brauchen wir jetzt die Information, wo ist der Drehpunkt und um welchen Winkel rotiert das Ganze. Schauen wir uns das Ganze in unserem Code nochmal an. Hier ist jetzt beispielsweise der Code für so ein Rechteck. Und das Rechteck hat jetzt hier den Mittelpunkt 125, 130. Wir haben die X-Koordinate 100 plus die Hälfte der Breite ist 125, dann die Y-Koordinate 80 plus die Hälfte der Höhe macht dann die 130. Das wäre jetzt der Mittelpunkt meines Rechtecks. Und genau um diesen Mittelpunkt dieses Rechtecks möchte ich jetzt mein Koordinatensystem rotieren. Und das wäre jetzt eben diese 125 und die 130. Und jetzt brauche ich noch den Winkel. Wir gehen im Gegenuhrzeigersinn. Also haben wir einen negativen Winkel an der Stelle. Und das ist jetzt hier nicht in Grad, sondern das ist das Winkelmaß in Radiant. Das heißt, ich habe jetzt hier Pi Viertel, das wäre dann 45 Grad. Pi wäre 180 Grad, Pi halbe 90 Grad, dementsprechend Pi Viertel dann die 45 Grad. Und dadurch wird dann entsprechend das Zeichnen um diese 45 Grad, genau um diesen Mittelpunkt rotiert, dargestellt. Wenn wir jetzt allerdings wieder ein Oval zeichnen wollen, sagen wir auf 80, 80 mit der Breite 20 und der Höhe 100, dann wird dieses Oval genau neben das Rechteck gezeichnet, weil wir haben ja nicht unser Rechteck gedreht, sondern wir haben das Koordinatensystem gedreht. Und das bedeutet dann schlichtweg, dass unser Oval jetzt hier in genau dem gleichen Drehverhältnis gemalt wird wie vorher unser Rechteck.
Wenn wir das Ganze nicht wollen, wenn wir das Oval im normalen Zustand, also um 0 Grad gedreht, zeichnen wollen, dann können wir Folgendes tun. Wir können von unserem Grafik 2D-Kontext die aktuelle Transformation uns laden. Das ist eine Default, so nenne ich es jetzt mal, die Default-Transformation, die sozusagen keine Veränderung des Koordinatensystems beinhaltet. Und können jetzt diese Transformation nach dem Rotieren und dem Zeichnen des Rechtecks wieder zurückspielen, indem ich sage, set transform diese TX, die ich vorhin gespeichert habe. Und dann würde eben mein Oval an der ganz normalen Stelle eben um 0 Grad gedreht, so wie ohne irgendwelche Transformationen gezeichnet werden. Jetzt kann man natürlich sagen, man hätte es natürlich gleich vor der Rotation zeichnen können, klar. Aber wenn ich das jetzt mit einer anderen Farbe hinterlegt habe und es sozusagen unterhalb des Rechtecks haben möchte, dann muss ich es genauso machen. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, das zu erstellen, indem ich eine neue Transformation hinterlege, die eben keine Transformation ist. Diejenigen, die Matrizenrechnungen schon hatten, die können das eventuell nachvollziehen, was jetzt hier steht. Und zwar habe ich jetzt hier einfach eine Transformation hinterlegt, die eben nichts macht. Das heißt, die den Eingangsvektor komplett unverändert auf den Ausgangsvektor abbildet. Und wenn man in der API die einzelnen Positionen nachguckt, dann sieht man entsprechend, dass wir hier diese Einsen und Nullen genauso platziert haben. Ich will da jetzt gar nicht größer drauf eingehen, weil das würde dann wahrscheinlich ein eigenes Video dann erfordern. Aber für diejenigen, wie gesagt, die schon ein bisschen mit Matrizenrechnung zu tun hatten, kann man dann hier wirklich jede beliebige Transformation an der Stelle hinterlegen. Diese Transformation, die ich hier angesetzt habe, ist eben die neutrale Transformation, die keine Veränderung macht. Und damit würde ich es mir sparen, diese neutrale oder Default-Transformation, wie im vorherigen Beispiel gezeigt, eben zu speichern, sondern dann kann ich sie gleich neu hier reinpacken. Was von der Performance her sinnvoller ist, vermute ich mal die vorausgehende Möglichkeit, weil ich kein neues Objekt erzeuge. Aber das ist an der Stelle jetzt erstmal zweitrangig. Eine weitere wichtige Sache bei den Rotationen ist, dass die Rotationen kumulativ sind. Das heißt, ich habe jetzt hier meine erste Rotation um 45 Grad, also Pi Viertel. Und das sind dann, das zeichnet mir mein Rechteck. Das ist dann eben hier das, was so nach 45 Grad nach links oben guckt. Und danach zeichne ich ein neues Rechteck, allerdings vorher eine weitere Rotation um Pi Viertel. Und was jetzt passiert ist, die beiden Rotationen werden für das letzte Rechteck zusammengezählt. Das heißt, ich habe jetzt eine 90-Grad-Rotation. Und das ist entsprechend wichtig, dass diese Rotation, also wenn ich keine Transformation explizit setze, sondern nur diese Rotation verwende, dass ich dann entsprechend immer wieder aufs Neue meinen neuen Rotationswinkel entsprechend berechnen muss. Beziehungsweise noch schlimmer wird es, wenn die Rotationspunkte, die ich hier bei beiden Rotationen auf 125, 30 gesetzt habe, auf unterschiedliche Positionen setze. Dann wird man relativ schnell im Wald landen und da rate ich einfach entsprechend vorsichtig zu sein. Die besten Möglichkeiten, das eben sauber zu realisieren, ist, dass man entweder wirklich neutral rotiert und danach verschiebt. Da gucken wir uns gleich nachher nochmal ein paar Möglichkeiten an für die Verschiebung. Oder dass man mit der Matrize dann arbeitet. Aber wie gesagt, da müsste man an der Stelle dann noch etwas tiefer einsteigen. So, Verschiebung haben wir gerade angesprochen. Gucken wir uns mal ein kleines Beispiel zur Verschiebung an. Und hier habe ich jetzt mir was überlegt, wo ich noch zwei, drei andere Sachen ganz nett zeigen kann. Und zwar hätte ich gerne einen Kreis auf meinem J-Panel platziert und zwar immer exakt in der Mitte. Egal wie ich mein Fenster jetzt von der Größe her dimensioniere, auch dynamisch, mein Kreis soll immer in der Mitte sein. So, dazu braucht man jetzt natürlich neben der Platzierung des Kreises die Größe des Fensters.
Und das ist eine neue Funktion, die haben wir beim letzten Video noch nicht angeguckt. Hier machen wir es, hier holen wir das nach. Und zwar getSize. GetSize gibt mir ein Dimensionsobjekt zurück und dieses Dimensionsobjekt hat dann die X- und Y-Werte, also sprich die Breite und die Höhe meines Fensters. Das heißt, ich kann jetzt so eine Verschiebung machen und diese Verschiebung ist jetzt ein Translate und ich gehe jetzt einfach Dimension Breite durch 2 und Dimension Höhe durch 2 und damit verschiebe ich mein komplettes Koordinatensystem in die Mitte. Das heißt, alles, was ich jetzt zeichne, wird exakt in der Mitte sein. Das heißt, mein X- und Y-Punkt von allen gezeichneten Elementen wird die Mitte sein. Und deswegen muss ich, wenn ich jetzt ein Oval mit der Breite 80 und der Höhe 80 zeichne, das auch erstmal mit minus 40 nach links und minus 40 nach oben schieben, damit eben der ursprüngliche Mittelpunkt eben auch in der Mitte ist. So, das machen wir hier. Zeichnung auf dem Ursprung. Das heißt, wir gehen 40 nach links, 40 nach oben und zeichnen dann einen Kreis mit dem Durchmesser 80. Und das würde dann, dadurch, dass mein Ursprung, der eigentlich immer links oben ist, der 0,0-Punkt, dass der in die Mitte geschoben wurde, wird mein Kreis eben jetzt auch in der Mitte liegen. Ja, und das können wir uns mal live anschauen, wie das jetzt in Java tatsächlich aussieht. Ja, starten wir das Ganze mal. Und da ist der Kreis genau in der Mitte und wenn ich das jetzt von der Größe her ändere, bleibt er ganz normal in der Mitte, also so wie es geplant war. Das nächste, was wir uns anschauen wollen, sind Images, Bilder. Wir haben bei Swing ja schon mit Image Icons gearbeitet und die haben wir aus einem Buffered Image geladen und da habe ich jetzt einfach diese Get Image Methode von diesem Video einfach wieder verwendet. Da werde ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Wichtig ist jetzt, dass wir in dem JPanel nicht mit dem Image-Icon, sondern direkt mit dem Buffered-Image arbeiten. Und auch hier gilt, wenn es irgendwie möglich ist, sollte man es vorab laden, dass wir den Ladevorgang nicht während der User das Ganze nutzt, eben als Zeitkonsument haben. Gut, wenn wir vorab nicht wissen, welches Bild der User haben will, dann geht es natürlich nicht anders. Aber wenn es irgendwie möglich ist, sollten wir es vorab laden. Und zwar mit dem dieser Get-Image-Methode, die wir uns ja beim letzten Mal oder vorletzten Mal schon angesehen haben. So, ich habe das jetzt einfach Smile.png, ich habe jetzt kein eigenes Package Unterordner dafür gemacht, aber das soll jetzt hier auch nicht Thema sein. So, da habe ich diese Methode wiederholt, die wir bei Swing uns angeguckt haben, aber wie gesagt, da gehen wir nicht weiter drauf ein. Interessant ist jetzt noch, dass ich für die Kantenglättung der Images dann noch einen weiteren Rendering-Hint hinzufügen muss. Key-Rendering und dann dieses Value-Render-Quality-Element. Es gibt andere Möglichkeiten auch. Das sind die jetzt vom Ergebnis her, die aus meiner Sicht besten Resultate liefern. Wer da noch ein bisschen genauer reingehen will, muss es dann entsprechend bei den API-Beschreibungen dann suchen. Jetzt müssen wir das Bild nur noch platzieren. Das machen wir hier mit Draw Image. Da gibt es jede Menge Überladungen zu dieser Methode. Ich habe die aus meiner Sicht einfachste gewählt, wo wir einfach das Buffered Image hinterlegen, also My Image. Dann können wir noch eine Transformation oder einen Filter setzen. Das lassen wir hier einfach weg. Wir wollen das Bild genau so anzeigen, wie wir es von der Platte geladen haben. Und mit 50-50 ist die XY-Koordinate des Bildes gemeint. Das heißt, die linke obere Ecke, wo auf meinem Canvas wird die platziert, eben 50-50. Und dann haben wir das Bild auf dem Bildschirm. Jetzt wollen wir noch was Zusätzliches einbauen, und zwar die Mausposition. Das heißt, ich möchte jetzt wissen, wo der Mauszeiger entsprechend ist und dann bauen wir das gleich in unser Bildmalprogramm ein, dass an der Stelle, wo die Maus geklickt wurde, auch das Bild dann platziert wird. Und dazu müssen wir jetzt in unserem Code ein bisschen was anpassen. Und zwar müssen wir ein Implements machen. Wir implementieren das Interface MouseListener.
So wie wir bei Swing den Action Listener für die Buttons implementiert haben, müssen wir hier jetzt den Mouse Listener hinterlegen und der hört auf Klicks, also auf den Klick als solches, dann Mouse Pressed, Mouse Released, solche Sachen kann der Mouse Listener entsprechend verarbeiten. Das gucken wir uns dann gleich an. Dann mein Image, das ich verwende, hat die Größe 128 und jetzt setze ich einfach eine Konstante mit der Hälfte, mit der 64. Das braucht man dann für die mittige Platzierung. Das ist immer ein bisschen nervig mit der Koordinatenangabe von dem linken oberen Punkt, weil in der Regel wollen wir das mit dem Mittelpunkt verbinden und da müssen wir halt immer wieder die Hälfte unserer Objekte abziehen. Aber das sehen wir gleich im Code. Dann habe ich jetzt drei Variablen mal hinterlegt. Ich will im Winkel auch gleich ein bisschen rumspielen. Das heißt, wir haben die Position X, Position Y und den Winkel, den wir dann entsprechend verwenden wollen. Und das sind einfach Instanzvariablen. Dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, wenn wir den Mouse-Listener haben, müssen wir auch den Mouse-Listener an das entsprechende Objekt hinzufügen. Das ist jetzt hier ein bisschen unkonventionell. Ich habe den Mouse-Listener direkt in JPanel reingepackt. Das heißt, das JPanel hört auf sich selbst. Meistens lagert man das noch in eigenen Klassen aus, aber so wie ich es hier gemacht habe, funktioniert es auch. Das ist quick and dirty, aber für dieses Tutorial soll das mal ausreichend sein. So, jetzt haben wir hier das Mouse klickt. Mit dem Mouse klickt wird tatsächlich abgerufen, wurde der Mouse-Button betätigt. Das ist ein bisschen was anderes wie Mouse down und Mouse up. Das ist jetzt, ich sag mal, die Convenience-Methode, wenn man so haben will, wo ich dann eben auch die Klickanzahl, also sprich für einen Double-Click, das Ganze eben abfragen kann. Und deswegen nutze ich die hier an der Stelle. Wir werden dann später nochmal die Mouse-Pressed-Methode verwenden, dass wir die auch nochmal in Action sehen. Aber hier nehme ich jetzt diese, wie gesagt, Mouse-Clicked-Methode. Die wird aufgerufen, sobald der User auf meinem JPanel die Maus geklickt hat. Und aus dem Event bekomme ich jetzt die Mausposition. Das heißt, Event, dieses Maus-Event, getX gibt mir die X-Koordinate und getY die Y-Koordinate, wo auf einem JPanel die Maus betätigt wurde. Jetzt gibt es so ja, Utility-Methoden, die mir einfach rausgibt, ist es jetzt der linke oder der rechte Maus-Button gewesen. Das kann man auch selber machen, indem man dann entsprechend mit Konstanten arbeitet. Aber erfahrungsgemäß nimmt man gleich die Swing-Utilities, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das heißt, wenn ist Left-Maus-Button true ist, dann wurde der linke Maus-Button betätigt. Und hier hole ich mir jetzt den Click-Count raus. Das heißt, wenn der 2 ist, dann habe ich wirklich einen Doppelklick gehabt und kann dann eben entsprechend agieren, was auch immer ich für den Doppelklick eben vorgesehen habe. Und was wir hier vorgesehen haben, ist hier die Anpassung meines Winkels. Einfach um Pi Zehntel passe ich den an und zwar nach links gedreht. Dass wir das im Vergleich zu dem linken Mausbutton sehen, prüfe ich jetzt den rechten Mausbutton ab und habe dann eben eine andere Aktion. In dem Fall drehe ich nach rechts um Pi Zehntel. Anschließend limitiere ich jetzt meine Winkel auf 2 Pi. Also es würden auch mehr Pi gehen. Also ich würde auch jetzt mit 20 Pi arbeiten können. Aber eine komplette 360-Grad-Drehung ist 2π und deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, ich normiere meinen Winkel so, dass er entsprechend immer zwischen 0 und 2π läuft und dementsprechend ja, einfach ihn normiert habe. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kleinkariert, aber üblicherweise kümmere ich mich darum, dass meine Winkel nicht über die Maximalwerte hinausgehen, auch wenn es von Programm her so funktionieren würde. Also wie gesagt, wenn jetzt unser Winkel jetzt größer als 2π wäre, dann würde er einfach wieder auf der anderen Seite reinkommen. Und wie immer, das Repaint muss natürlich angetriggert werden, damit die Änderungen eben entsprechend auch angezeigt werden. Okay, das war's so im Wesentlichen und jetzt gucken wir uns das mal in Action an. Also auf die Paint-Methode verzichte ich jetzt mal. Das ist einfach nur das Zeichnen meines
meines Bildes eben auf den entsprechenden Koordinaten und die Rotation vorher um den Winkel. Angle habe ich ihn ja getauft. Ich glaube, das können wir uns hier dann schon vorstellen, wie das aussieht. Und ja, gucken wir uns das mal in Aktion an. Dann starten wir das Ganze mal. So, wir haben jetzt unseren Smiley links oben. Wir haben jetzt den zentralen Punkt, also den Mittelpunkt, auf die 0 gesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal einen Klick mache, dann kommt er hier entsprechend überall hin. So. Und jetzt mache ich mal einen Doppelklick. Und dann dreht er ihn entsprechend der Winkelanpassung. Und wenn ich mit der rechten Maustaste drücke, also funktioniert wie erwartet. Weil wir gerade dabei sind, können wir vielleicht noch eine Sache kurz machen. Und zwar den Maus Wheel Listener. Da gibt es dann auch eine Methode, die wir implementieren müssen. Das ist hier die Maus Wheel Moved. Und ich kann jetzt sagen, der Angle wird jetzt erhöht um, hoppla, plus ist gleich e get Maus, get wheel rotation, das war's. Wheel rotation mal durch, sagen wir mal, ja, 20 ist, glaube ich, eine ganz gute Zahl. Und dann Norm Angle. Und was machen wir noch? Wir brauchen natürlich unseren Repaint, damit das Ganze neu gezeichnet wird. Dann müssen wir natürlich auch unseren Mouse Wheel Listener hinzufügen. Wieder über auf diese, nein, nicht ganz so elegante Art, aber für den Test ist es okay. Add Mouse Wheel Listener, da unten ist er, und this. Gut, dann platzieren wir den Smiley wieder rein, und wenn ich jetzt mit der Maus drehe, also Mausdraht drehe, dann dreht sich auch mein Smiley. Also, so weit eigentlich eine ganz einfache Sache. Und ja, dann können wir weitergehen im Text. Das nächste Thema für dieses Video ist die Mausposition bestimmen. Und zwar, wir haben ja jetzt mit unserem Mauslistener die Möglichkeit, dass wir die einzelnen Klicks eben über Event abfangen und verarbeiten. Jetzt möchte ich aber noch was anderes tun. Und zwar möchte ich die Mausbewegung mir anschauen. Das heißt, ich möchte wirklich die einzelnen Punkte, wo die Maus entlang gelaufen ist, über meine Software verarbeiten. Dazu schaffe ich mir jetzt eine ArrayList von Integer Arrays. Und in dem Integer Array ist jeweils ein X und ein Y Wert drin. Das heißt, ich habe jetzt eine dynamische Liste von XY Werten. Das wären jetzt die Punkte, wo meine Maus entlang gefahren ist. Wichtig ist, dass wir über unseren Mouse-Listener diese Bewegung nicht nachvollziehen können, sondern über den Mouse-Motion-Listener. Das wäre jetzt der nächste Listener, den wir hier implementieren. Und der trackt einfach die Mausbewegung. Den müssen wir natürlich auch registrieren, so wie wir alle Listener registrieren müssen. Auch hier wieder die Quick-and-Dirty-Lösung. Das JPanel verarbeitet sich selbst. Und jetzt müssen wir hier zwei Methoden implementieren. Einmal die Mouse-Moved-Methode, das ist die Bewegung der Maus ohne gedrückte Taste. Und hier oben ist die Mouse-Dragged-Bewegung, die Bewegung mit gedrückter Taste. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Wir kommen jetzt auf die X- und Y-Koordinaten wieder oder können auf die zugreifen, genauso wie bei den Click-Events. Und ich mache jetzt einfach Folgendes. Ich gucke jetzt, ob in meiner ArrayList, wo wir ja die einzelnen Punkte
dann entsprechend speichern wollen, wo die Maus entlang gelaufen ist. Dort gucke ich jetzt, ob dieser Punkt nicht vielleicht schon an letzter Stelle ist. Das heißt, wenn ich jetzt in irgendeiner Form einen existierenden Punkt am Ende nochmal dranhänge, dann bringt mir das nichts, wenn ich das Ganze zeichnen möchte. Das heißt, nur wenn der neue Punkt nicht gleich dem letzt abgespeicherten Punkt ist, dann möchte ich diesen Punkt hinzufügen. So. Und das macht man ganz normal hier mit Add. Ja, das heißt, wenn es ein wirklich neuer Punkt am Ende ist, der drangefügt wurde, dann hänge ich den entsprechend dran, ein neues Integer Array, wo ich die X- und Y-Koordinaten einfach abspeichere. Auch hier gilt wieder Neuzeichnen nicht vergessen, sonst sehen wir den ganzen Kram nicht. Wer sich das Ganze jetzt ganz genau angeguckt hat, wird eventuell erkennen, dass beim allerersten Mouse-Tracked-Event wir eigentlich eine Index-Out-of-Bounds-Exception generieren würden. Das liegt daran, dass wir dort noch keinen vorausgehenden Punkt hatten. Und um dieses Ganze eben zu realisieren oder um zu umgehen, machen wir einfach Folgendes: Wenn Mouse-Pressed aktiv ist, das heißt, wenn jemand die Maus geklickt hat, dann fügen wir einfach einen neuen Punkt hinzu, genau an dem ersten Klick. Und das bedeutet, sobald wir ein Mouse-Dragged-Event dann danach haben, wissen wir, vorher wurde die Maus ja schon geklickt und wir können auf den vorausgehenden Punkt auf jeden Fall zugreifen. So, es gibt mit Sicherheit ein, zwei Situationen, wo das nicht so ohne weiteres greift, aber das soll jetzt hier an der Stelle auch nicht zu ausgereift sein, sondern es geht nur ums Prinzip. Das heißt, sobald Mouse pressed empfangen wurde, setzen wir an der Stelle einfach noch einen neuen Punkt. Gut. Jetzt müssen wir uns natürlich noch darum kümmern, dass wir die Linien zeichnen. Und dazu prüfen wir erstmal, ob in meiner ArrayList mindestens zwei Punkte drin sind, weil wenn wir nur einen Punkt haben, können wir keine Linie zeichnen. Das heißt, Size muss größer 1 sein und dann speichern wir in den Variablen x0 und y0 die x- und y-Werte des allerersten Punkts in der ArrayList. Ja, das ist der, mit dem wir unseren ersten Klick gemacht haben. Gut, wenn wir das haben, dann können wir an der Stelle jetzt die ArrayList durchgehen, allerdings nicht von der nullten Position, weil von der nullten Position haben wir unseren Punkt ja schon abgeholt in x0 und y0, sondern von der ersten Position. Das heißt, die Zählschleife geht von 1 bis kleiner Size. Und jetzt machen wir einfach DrawLine von dem vorausgehenden Punkt x0, y0 und dann den aktuellen Punkten, also myLinePoints get aktueller Punkt i. 0 ist die x-Koordinate und 1 wird dann die y-Koordinate. Das heißt, wir zeichnen jetzt den Teilstrich vom Vorgängerpunkt zum aktuellen Punkt. Und nachdem für die nächste Linie der Startpunkt der gleiche Punkt ist wie von der vorausgegangenen Linie der Endpunkt, müssen wir jetzt eben sozusagen von der aktuellen Linie den Endpunkt speichern wieder in x0, y0. Das heißt, wir zeichnen eine Linie von einem Punkt zu einem zweiten Punkt und die nächste Linie wird dann von diesem zweiten Punkt zu einem dritten Punkt gezeichnet und so weiter und so fort. Ja, das wäre jetzt im Wesentlichen die Idee und das gucken wir uns jetzt mal in Java selber an, wie das denn aussieht. Dann starten wir die Software mal, ein bisschen größeren Bildschirm vielleicht. Dann sehen wir es ein bisschen besser und ich drücke jetzt die linke Maustaste, halte sie und fahre jetzt einfach mit der Maus ein bisschen durch die Gegend. Und wie wir sehen, kriegen wir jetzt hier eine Linie. Wenn ich loslasse, woanders hingehe und klicke, dann kriegen wir halt gerade Verbindungen. Ja, das wäre es im Großen und Ganzen. Wichtig ist hier, dass wir das wirklich als Objekt sehen müssen. Das heißt, wir haben hier wirklich einzelne Punkte, Koordinatenpunkte gegeben und hier interpoliert mir jetzt Java eben die Linien dazwischen. Und das können wir hier ganz einfach sehen, indem ich einfach LinePoints Size ausgebe. Starten wir das Ganze nochmal. So, dann ziehen wir rechts oben die Länge der Linie. Machen wir mal einfach. So, hier sehe ich jetzt, dass das Ding entsprechend einzelne Punkte hat. Und wenn ich jetzt hier meine Linien gebe, dann haben wir hier tatsächlich eine ArrayList mit inzwischen 800, 900 oder sogar
1000 einzelnen Punkten. Und dazwischen werden die Linien gezogen. Und im Prinzip könnte ich jetzt tatsächlich beim Neuzeichnen dieses komplette Objekt nach links oder rechts verschieben, nach oben oder nach unten, indem ich jeweils ein Offset auf die einzelnen XY-Positionen gebe. Das heißt, das ist keine Pixelgrafik, sondern streng genommen eine Vektorgrafik, weil ich eben die Einzelpunkte mit den dazwischenliegenden Linien habe. So, ja, das wäre es so im Großen und Ganzen zu diesem Programm. Und jetzt schauen wir uns aber in noch eine weitere Möglichkeit an, solche Zeichenelemente zu realisieren, diesmal aber pixelorientiert. Ja, wie ich gerade gesagt habe, ist die Art, wie wir das Ganze jetzt abspeichern, eine objekthafte Abspeicherung gewesen. Das heißt, wir speichern wirklich die einzelnen Positionen von den Punkten, die miteinander verbunden wurden. Und das heißt, wir könnten jetzt theoretisch eben wirklich jeden einzelnen Punkt verschieben oder rausnehmen, reinpacken, was auch immer. Wir könnten nachträglich dieses Objekt verarbeiten. Wenn ich jetzt allerdings wie bei einem normalen Grafikprogramm die einzelnen Pixel nur abspeichern möchte, dann muss ich einen anderen Weg gehen. Und dazu müssen wir jetzt Folgendes tun. Wir müssen im Speicher ein Image erzeugen. Das heißt, wir haben ein leeres Bild und malen jetzt direkt auf das Bild und zeichnen das dann eben in unserem Paint Component. Und dieses Bild ist jetzt wieder ein Buffered Image und das müssen wir jetzt in irgendeiner Form in den Speicher reinkriegen. Damit der Code einigermaßen sauber ist, speichern wir uns ein paar Eckdaten, beispielsweise die Breite, die Höhe des Bildes und wo auf meinem Canvas ich es platziere, mit 10 Pixel Abstand von oben und von links. Ich habe dann den Background rot gesetzt, sodass wir ziemlich genau sehen, wo das Bild eben sich befindet, wo es anfängt, wo es aufhört. Das sehen wir dann gleich bei der Live-Demo. Die Farbwerte, die ich dann später noch brauche, das sieht man dann gleich beim Pixelweiten, bei der pixelweiten Notation, mache ich in einer Integer-Notation. Das heißt, ich hole mir von dem Color-Objekt, hier in dem Fall Black, die RGB-Werte und speichere die als Integer-Format. Das werden wir dann später nochmal brauchen. Und die vorausgegangene Mausposition speichere ich, weil ich ja die Maus Move oder die Mouse-Tracked-Informationen verarbeiten möchte. Und da brauche ich natürlich auch wieder vom vorausgegangenen Punkt die Lokation, sodass ich eben von dem bis zum aktuellen Punkt eine Linie zeichnen kann. So, dann das Image, das wir verwenden wollen und bemalen wollen, das muss ich erstmal erzeugen. Da habe ich eine eigene Methode. Und dieses Generate My Image hat jetzt hier ein paar so Spezialaufrufe. Als allererstes hole ich mir die Grafikkonfiguration. Und das übernimmt man einfach so 1:1. Da brauche ich einfach ein paar Informationen vom Betriebssystem. Das macht mir hier diese Hilfsmethoden aus der Graphics Environment Klasse. Und damit bekomme ich diese Config. Und diese Konfiguration kann mir jetzt ein Image erzeugen. Und das ist einfach nur Create Compatible Image. Unter dem gebe ich jetzt einfach nur die Breite und die Höhe, die haben wir vorhin als Konstante ja definiert, an. Und dann habe ich ein Image erzeugt. So, und jetzt kann ich hier aus diesem Image ein Graphics 2D-Kontext generieren. Das kennen wir ja schon von der Paint Component, damit haben wir eigentlich immer gearbeitet. Und das kann ich jetzt im Kontext von dem Bild verwenden. Und jetzt kann ich genau das, was ich früher eben in meinem Canvas direkt gemacht habe, auch direkt auf das Bild anwenden. So würde ich beispielsweise jetzt den Hintergrund weiß bekommen mit Z-Background und Clear-Rect. Das ist jetzt eine neue Methodik. Ich hätte jetzt einfach auch ein Fill-Rect machen können und dann wäre das Ding weiß. So, und in der Paint-Component sage ich jetzt einfach nur
zeichne das Image und zwar mit dem Image Offset X und Y. Wir haben ja gesagt, wir wollen es ein bisschen nach links und nach unten schieben und das machen wir genau hier. Das ist genau die gleiche Methode, die wir vorhin beim Smiley auch angewendet haben. Beim Mouse Pressed holen wir uns jetzt wieder Last X und Last Y. Das ist jetzt erstmal nichts anderes wie vorher auch, nur dass wir das nicht mehr in einer ArrayList speichern, sondern einfach nur in diesen beiden Variablen, wo wir eben die Vorgängerposition speichern. Im Mouse Dragged prüfe ich jetzt, ob meine Mausbewegung innerhalb des Bildes ist. Das hätte man zur Not auch weglassen können. Ich habe es jetzt mal dran gepackt, um einfach nochmal zu zeigen, wenn wir dieses Bild in irgendeiner Form im J-Panel wie bei uns jetzt um 10 Punkte nach links und 10 Punkte nach unten schieben, dann ist diese Prüfung immer ein bisschen aufwendiger, weil wir den Offset immer mitprüfen müssen. Also wenn X größer gleich der Offset, also 10 Pixel, und kleiner gleich Offset plus Breite. Ne? Das heißt, ich muss hier an der Stelle, dadurch, dass der Mauslistener ja auf dem J-Panel agiert, immer diese Verschiebung des Bildes innerhalb des J-Panels mitrechnen. Das ist manchmal ein bisschen aufwendig, aber wenn wir jetzt das Bild genauso groß machen wie das J-Panel, dann müssten wir das gar nicht tun. Wir wollen ja eine Linie zeichnen, also brauchen wir auch wieder den Grafikkontext. Den holen wir uns jetzt direkt wieder aus dem Image raus, das haben wir vorhin auch gesehen, und setzen die Farbe des Stiftes einfach auf Schwarz. Die Linie wird gezeichnet, wie wir es beim letzten Mal auch gemacht haben, einfach vom letzten Punkt, den haben wir jetzt in den Koordinaten Last X und Last Y gespeichert, und dann Get X, und jetzt müssen wir minus Image Offset X natürlich wieder nehmen, weil wir sind ja verschoben. Und bei dem Y ist es genau das gleiche. Ich muss ja sozusagen die Verschiebung meines Bildes im J-Panel hier entsprechend auch berücksichtigen. Und am Schluss müssen wir natürlich jetzt unseren aktuellen Endpunkt auf den neuen Anfangspunkt setzen. Das haben wir ja so bei der anderen Lösung auch gemacht. Und dann machen wir noch unser Repaint und ja, das wäre es dann in so einem großen Ganzen und das können wir uns jetzt auch live mal anschauen. Also Play und jetzt sehen wir hier schon unseren roten Rand, weil der J-Panel-Hintergrund rot ist und das Bild haben wir hier entsprechend weiß gemacht. Und jetzt kann ich hier mit der Maus einfach meine einzelnen Linien ziehen und ja, das ist genauso, wie wir es eben auch uns vorher angeschaut haben. Gut, recht viel mehr gibt es da nicht zu sehen. Jetzt will ich aber noch eine Sache zeigen, die vielleicht jetzt fürs Linienziehen nicht ganz so interessant ist, aber auf jeden Fall, wenn wir Grafiken in irgendeiner Form über Algorithmen aufbauen. Und zwar machen wir Folgendes. Hier an der Stelle, wo wir die Mouse-Dragged-Methode haben. Und zwar, wir machen hier mal den ganzen Kram weg und machen hier mal was Neues. Und zwar sagen wir Image Set RGB und jetzt können wir hier an der Stelle ein X-Koordinate definieren. E.getX minus haben wir hier den Offset X wieder und e.getY minus Image Offset Y. Und jetzt erinnert ihr euch, wir haben bei der Deklaration oben ja eine Farbe definiert als Integerwert. Das war hier oben my color. Und was wir hiermit machen ist, wir setzen ein Pixel. Das ist wirklich exakt ein Pixel an der Position X minus Image Offset und Y minus Image Offset von der Farbe MyColor. Und MyColor haben ja die RGB-Werte als Integer-Darstellung aus der Farbe Black, also Schwarz, realisiert. So, dann machen wir das mal wieder ein bisschen größer und sehen jetzt hier die einzelnen Punkte. Das heißt, hier sehen wir jetzt genau, wenn wir jetzt recht schnell agieren, dass unser Mouse Motion Listener eben hier an der Stelle wirklich nur die beiden Punkte rückmeldet.
Wenn wir ganz langsam gehen, sehen wir, haben wir eine saubere Linie. Und das kann man jetzt auch für den einen oder anderen Zweck mal machen. Was weiß ich, wenn man beispielsweise so eine Spraydose programmieren will, dann malt man hier halt nicht den einzelnen Punkt, sondern so ein Punktmuster und zieht es dann rüber. Aber wie gesagt, hauptsächlich ist es interessant, wenn wir Grafiken irgendwie dynamisch aufbauen. Also was beispielsweise hin und wieder mal gemacht wird von Programmierern, ist so Fraktalprogrammierung, dass man jeden einzelnen Punkt über so eine Mandelbrotmenge, wer das googelt, wird es dann finden, mal zeichnet, und da kann man es eben genau mit dieser Methodik machen, dass wir jeden einzelnen Punkt entsprechend berechnen und anzeigen. Damit haben wir jetzt die wichtigsten Sachen vom Canvas uns mal angeguckt. Es gibt noch sehr viel mehr. Man kann beispielsweise dieses JPanel als Bitmap oder als PNG oder als JPEG-Grafik direkt speichern, also exportieren. Man kann Bögen zeichnen, man kann sehr viel mehr noch machen. Aber ich glaube, das, was wir jetzt hier haben, ist eine gute Basis, um einzelne kleinere Projekte jetzt eben mal aufzusetzen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß, das mal auszuprobieren. Und bis zum nächsten Video.